Es schleppt in die Hölle. Ja, liebe Düsseldorferinnen und Düsseldorfer, schön zu Hause zu sein. Und an diejenigen, die eben wahrgenommen haben, dass ich aus Köln nach Düsseldorf gezogen bin. Ihr seht, ich weiß, wohin die richtige Richtung geht. Und natürlich ist Düsseldorf jetzt meine Heimat. Und ich verkörpere damit übrigens auch die Völkerfreundschaft zwischen den Düsseldorfern und Kölnern. Und dafür streiten wir ja auch als Linke. Liebe Düsseldorferinnen und Düsseldorfer, die Europawahlen stehen vor der Tür. Und ich möchte diese Bühne hier nutzen und meine Rede hier nutzen, um etwas anderes zu machen als die anderen Parteien. Während die anderen Parteien im Moment, wir sehen sie auf den Plakaten, vor allen Dingen mit Losungen rausgehen wie die beste Idee, die Europa hatte, ist Europa, wollen wir als Linke konkret das machen, was unsere Aufgabe ist als Partei, nämlich Politik, und deutlich machen, an welcher Stelle wir die real existierende Politik der Europäischen Union verändern wollen. Denn ich glaube, es gibt viele, viele Punkte, die anders laufen müssten. Wir wollen streiten für eine Gerechtigkeitswende, für Abrüstung und eine sozialökologische Wende, auch in Brüssel. Ich habe die Schnauze voll als Gewerkschafterin, als Mensch, die selber gearbeitet hat, als Kind und Enkelkind von Arbeitern, dass der europäische Binnenmarkt missbraucht wird für Lohndumping und Steuerdumping. Deshalb sagen wir als Linke, wir wollen endlich eine andere Struktur in der Europäischen Union schaffen. Nicht nur eine Wirtschaftsunion, sondern wir wollen endlich eine Sozialunion schaffen, in dem zum Beispiel garantiert ist, dass in keinem Mitgliedstaat kein Mensch einen Lohn erhält, der unterhalb von 60% des Medianeinkommens, sprich des Durchschnittseinkommens ist. Damit Menschen, die arbeiten, auch einen Lohn haben, von der sie leben können und nicht noch in Armut leben müssen oder aufstocken müssen, wie wir es tagtäglich in Düsseldorf, in den verschiedenen Städten Nordrhein-Westfalens und in der Bundesrepublik sehen. Ja, ein gesetzlicher Mindestlohn, die Rahmenbedingungen auf europäischer Ebene, das wäre doch das Mindeste, und dafür will ich kämpfen in Brüssel, und ich verspreche euch, ich werde dafür kämpfen wie eine Löwin. Die Schere zwischen Arm und Reich klafft immer weiter auseinander. Oxfam liefert immer sehr eindrucksvoll die Zahlen. Im Januar wurde wieder einmal veröffentlicht: 26 Milliardäre in dieser Welt, 26 Milliardäre haben ein Vermögen, was der Hälfte, was der kompletten, der gleich ist wie die komplette ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Das heißt, 26 Menschen auf der einen Seite und 4 Milliarden Menschen auf der anderen Seite. Was für ein Skandal! Und die Situation ist auch hier in Deutschland und in der Europäischen Union nicht viel anders. In Deutschland besitzt das reichste 1% so viel wie 87% der Bevölkerung. Und gucken wir uns die Entwicklung auf europäischer Ebene an, dann sehen wir, dass die 7 reichsten Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union ein Vermögen haben von sage und schreibe etwa 300 Milliarden Euro. Ja, 300 Milliarden Euro, liebe Düsseldorferinnen und Düsseldorfer, das ist fast doppelt so viel wie der gesamte und komplette EU-Haushalt. Was für ein Hohn, da muss man doch endlich was unternehmen. Und deshalb sagen wir als Linke, wir wollen endlich auch Steuergerechtigkeit herstellen. Wir wollen endlich auch, dass Superreiche und Konzerne zur Kasse gebeten werden. Mindestregeln der Unternehmensbesteuerung festlegen auf europäischer Ebene. Wir wollen endlich eine Digitalsteuer und eine Finanztransaktionssteuer. Und ich sage es mit Bedauern, dass unser Finanzminister, unser sozialdemokratischer Finanzminister Olaf Scholz derzeit die Digitalsteuer blockiert, ist für mich nicht verständlich. Ich will Ihnen eine Zahl nennen. Apple hat 2014 auf 1 Million Gewinn 50 Euro Steuern gezahlt. 50 Euro. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Jeder Bäckermeister, jeder Laden, jeder Handwerkbesitzer zahlt mehr Steuern hier. Und auch der lohnabhängig Beschäftigte bekommt automatisch von seinem Gehalt die Lohnsteuer abgezogen. Ja, dann wäre es doch jetzt endlich an der Zeit, Konzerne, die sich im wahrsten Sinne des Wortes dumm und dämlich verdienen, auch endlich mal zur Kasse zu bitten. Deshalb als ersten Schritt jetzt eine Digitalsteuer auf europäischer Ebene. Wir wollen soziale Mindestlöhne.
Standards durchsetzen. Wir wollen nicht weiter zusehen, wie in diesem reichen Europa immer mehr Menschen verarmen. Wir wollen nicht zusehen, wie die Mittelschicht geprägt wird, zum Teil durch höhere Steuern oder auch dadurch, dass die Mieten immer weiter steigen. Wir wollen Investitionen in eine soziale Infrastruktur. Wir wollen, dass Wohnen ein Grundrecht ist und nicht immer mehr Menschen geprägt werden durch irgendwelche Immobilienkonzerne. Und an dieser Stelle kann ich sagen, ich bin sehr, sehr glücklich darüber, dass in den vergangenen Wochen tausende Menschen hier in Deutschland und europaweit auf die Straße gegangen sind für bezahlbaren Wohnraum. Genauso muss es weitergehen. Und wir als Linke stehen an der Seite der Menschen, die gerade dafür kämpfen, dass Wohnen eben nicht immer weiter zum Luxus wird. Und wir freuen uns auch über eine Volksinitiative in Berlin, die derzeit sagt, ja, Immobilienkonzerne mit Wohnungsbeständen von tausenden Wohneinheiten, Immobilienkonzerne, die uns tagtäglich prellen und enteignen, die wollen wir jetzt endlich vergesellschaften. Und ich hoffe und drücke die Daumen für die Volksinitiative in Berlin. Ja. 2% Ziel der NATO. Es wird aufgerüstet, was das Zeug hält. 1,8 Billionen Dollar werden derzeit ausgegeben für Militär- und Rüstungsprojekte. Wofür müssen wir so viel Geld ausgeben? Für Bomben, für Killerroboter und Panzer? Wofür muss das sein, wenn wir nicht gerade wollen, dass es zum Beispiel die Kriegsgefahr auch steigt hier in der Welt? Und ich kann sagen, während auf jeder Ebene, auch auf jeder nationalstaatlichen Ebene immer weiter die Rüstungshaushalte erhöht werden, es ist auch so, dass zeitgleich auf europäischer Ebene immer mehr Geld investiert wird in Aufrüstung. Ein Beispiel will ich nennen. Ein Beispiel. Und ich finde, dieses Beispiel verdeutlicht sehr genau, dass etwas ganz schief läuft in dieser Welt. 6,5 Milliarden Euro werden derzeit im Rahmen von Military Mobility investiert auf EU-Ebene, damit die Straßen und Brücken innerhalb der Mitgliedstaaten tatsächlich panzerfest gemacht werden. Panzerfest. Was heißt das? Das heißt, dass Panzer rollen können durch unsere Straßen und Brücken. Wofür braucht man diese Investition, wenn man nicht ernsthaft möchte, dass es einen Krieg gibt wieder in Europa? Wir sagen, wir wollen diese 6,5 Milliarden Euro nehmen und investieren in Schienensysteme, in den Personenverkehr, international, in Bus und Bahn, um sowohl Mobilität für alle Menschen zu gewährleisten, aber auch unsere Umwelt nachhaltig zu schonen. Das wäre doch mal eine sinnvolle Initiative der Europäischen Union. Warum? Dafür wollen wir streiten, Martin und ich gemeinsam in Brüssel. Zeiten der Aufrüstung waren nie Zeiten, in denen es mehr Sicherheit und Frieden gegeben hat. Wer weiß das besser als wir in Europa, als diejenigen, die die Kriegsgeschichte hier auf diesem Kontinent kennen? Nein, Zeiten, die sicherer waren, waren die Zeiten, in denen Abrüstungsverträge unterschrieben wurden. Ja, deshalb fordere ich Herrn Maas und Frau Merkel auf, tun Sie endlich was dafür, damit Herr Trump doch nicht den INF-Vertrag kündigt. Das ist der Mittelstreckenraketenvertrag. Was und wer ist sich mehr gefährdet in seiner Sicherheit als wir hier in Deutschland, wenn zum Beispiel ein Wettrüsten zwischen Russland und den USA stattfindet? Nein, wir sagen abrüsten, wir sagen INF-Vertrag verteidigen und wir sagen investieren in eine soziale Gesellschaft. Und alle reden über Geflüchtete. Und auch in dieser Klarheit möchte ich es sagen. Wer über Geflüchtete auf der einen Seite redet, wie die rassistische AfD, und auf der anderen Seite über deutsche und französische, über europäische Waffenexporte schweigt, der ist ein Heuchler. Denn Menschen fliehen aufgrund von Krieg. Deshalb sagen wir als Linke, stoppt endlich die Rüstungsexporte aus Deutschland und Frankreich. Wir wollen eine restriktive Waffenexportrichtlinie durchsetzen, damit eben nicht immer mehr Menschen ihre Heimat verlassen müssen. Das wäre doch eine effektive Maßnahme. Oder Freihandelsverträge der Europäischen Union, die
müssen unsere sozialen und ökologischen Standards immer weiter nach unten schrauben. Wir als Linke haben auch gekämpft gegen TTIP, gegen CETA. Wir haben die sogenannten Freihandelsverträge abgelehnt, die unsere Standards und die Standards in den anderen Ländern immer weiter runtergeschraubt haben. Denn die neuen Freihandelsverträge, bei denen geht es nicht, bei der sogenannten neuen Generation der Freihandelsverträge, bei denen geht es nicht darum, Zölle abzubauen. Bei denen geht es darum, sogenannte Handelshemmnisse abzubauen. Und ich kann hier gut erklären, was ein Handelshemmnis ist. Ich bin ein Handelshemmnis, wenn ich als Gewerkschafterin für faire Arbeitsbedingungen, gute Löhne kämpfe. Sie sind ein Handelshemmnis, wenn Sie für ökologische Standards kämpfen. Na, was für ein Irrsinn! Nein, wir brauchen einen fairen Handel. Wir brauchen höhere soziale Standards, höhere ökologische Standards. Wir brauchen eine Politik in der Europäischen Union, die darauf ausgerichtet ist, das Wohl der Mehrheit im Blick zu haben und nicht nur die Freiheiten der Konzerne. Der Klimawandel ist keine Luxusfrage. Es geht um die Menschheitsfrage hier. Es geht darum, wie mit unserer Umwelt umgegangen wird. Und wir freuen uns, und ich freue mich ganz besonders darüber, dass jeden Freitag immer mehr Schülerinnen und Schüler, immer mehr junge Menschen, aber auch Eltern und Lehrer und Großeltern auf die Straße gehen und sagen, nein, wir wollen endlich eine gerechte und nachhaltige Umweltpolitik. Wir stehen an eurer Seite. Und an Herrn Lindner, der nur heiße Luft von sich gibt und etwas davon schwadroniert hat, dass das ja Klimapolitik ja die Aufgabe von Professionellen wäre. Oder an jene Parteien, die sagen, die Schülerinnen und Schüler sollten in die Schule gehen und ihre Hausaufgaben machen und nicht auf die Straße und Politik machen. An die sage ich ganz klar und auch hier in Nordrhein-Westfalen, ja verdammt nochmal, hätten Sie in den vergangenen Jahren Ihre Hausaufgaben gemacht, hätten Sie wirklich unsere Umwelt nachhaltig geschont, dann könnten unsere Schülerinnen und Schüler auf die Straße gehen. Aber solange Sie das nicht machen, solange werden natürlich junge Menschen auf die Straße gehen und sagen, diese Zukunft, das ist unsere Zukunft und wir lassen sie nicht von euch verbauen. Liebe Düsseldorferinnen und Düsseldorfer, ich hätte noch eine Menge zu sagen. Auch in unserem Wahlprogramm steht eine Menge. Da stehen sehr viele ganz konkrete Punkte, wofür wir als Linke auf europäischer Ebene streiten wollen. Ich habe leider nicht die Zeit, das alles im Einzelnen hier darzulegen. Ich muss mich auch entschuldigen, weil ich gleich nach Wuppertal muss. Aber ich möchte Sie bitten, zwei Dinge bitten. Gehen Sie in sich. Am 26. Mai findet die Europawahl statt. Und auch rechte und nationalistische Kräfte wie die Orbans und Salvinis und die Gaulands und Meutens werden stärker. Wollen Sie ernsthaft unser Land, unser Europa diesen Rechten überlassen? Oder wollen Sie nicht endlich eine andere, eine gerechte Politik machen? Und dann sage ich an dieser Stelle, ja, wenn Sie das wollen, wir als Linke zeigen den Rechten die rote Karte. Aber wir zeigen auch ganz klar dem neoliberalen Ausverkauf die rote Karte. Wir kämpfen für ein Europa der Menschen, für ein Europa, in dem die Freiheiten der Menschen im Mittelpunkt stehen und nicht die der Konzerne. Und ich würde mich freuen, wenn Sie mich unterstützen, uns unterstützen und wenn Sie das tatsächlich machen, dass Sie auch vielleicht mit Ihren Freundinnen und Freunden, mit Ihren Nachbarn und Kolleginnen reden, dass Sie am 26. Mai tatsächlich wählen gehen. Und wenn Sie die Linke wählen, umso besser. Dankeschön.